Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und wir hatten ja vor, heute mal die Gegend hier so zu erkunden. Da alles, was hier so rechts ist. Und dazu gehen wir erstmal zu der nächsten Pumpstation. Die bestimmt da bei diesen Rohren entlang ist. Würde mich mir zumindest ein bisschen Sinn ergeben, wobei ich gerade nicht verstehe, wer zur Hölle. Egal ob früher oder heute, verdammt, das Wetter wird schlecht. Hier draußen ist Topwetter, alles schöner Himmel. Also in echt. Wer früher und heute je Rohre draußen gebohrt hat? Da ganz ehrlich, da muss man doch früher schon auf die Idee gekommen sein, Rohre unter der Erde verlegen zu können. Denke ich mir so, zumindest. Ist das hier nicht das Pumphaus? Pumphaus Ost. Ist wieder nur so eine Stromverschwendung, aber... Oder ist das das Pumphaus West? Ost. Hä? Pumpstation Ost. Das ist sogar das Gebäude. Wo sind die Leute, frage ich mich. Oh, Pumpstationsterminal. Warnung. Das Filterungssystem hat Schaden gedeckt. Keine Lecks in dieser Einrichtung gefunden. Untersuchen Sie bitte externe Ursachen. Hallo? Hier fließt das Wasser für die Umgebung durch. Wieso ist hier keiner? So. Kommt mir jetzt irgendwie ein bisschen unerklärlich vor. Huch. Da kontrollieren sie eine Kreuzung. Ja, wow, super. Aber niemand kontrolliert die Pumpstation, weil das Wasser ist. Ah, Mensch, das war aber ein Akt hier, das zu finden. Die NK-Pachtfarm, guck mal. Da geht's weiter mit der mit den wichtigen Sachen. Weil wir gehen hier gerade eigentlich die wichtigsten Orte in New Vegas durch. Na, erst Wasser, also Pumpstation für Wasser. Ist ja schon mal top wichtig. Und dann Pachtfarm sind ja für Lebensmittelversorgung. Zumindest in der Kriegszeit, denke ich mal. Ist das so ein... essentielles System, glaube ich. Das scheint die zu sein. Oh, die ist ja nicht mehr klein. Da kann man schon noch eine gute Gegend versorgen. Hallo. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Shakopper Farms. Kann ich Ihnen helfen? Weiß ich nicht. Was machen Sie hier? Ich bin ein Private in der RNK-Armee und diene stolz seit 2 Jahren. Aber falls Sie wissen wollten, was ich genau jetzt gerade mache... Ich patrouilliere bei den Farmen. Ist ein sicherer, aber etwas langweiliger Posten. Ab und zu kann ich mal auf ein paar streunende Maulwurfsratten schießen, aber das war es dann auch schon an Spaß. Reden wir über die Farm. Das Ackerland gehört der RNK. Hier wird Nahrung zur Versorgung von McCarran und dem Staudamm produziert. Die Bauern sind aber Zivilisten. Sie arbeiten auf den Farmen und im Gegenzug wird für ihre Sicherheit sauberes Wasser und Essen gesorgt. Einige sind jedoch nicht sehr dankbar. Wär's nur undankbar dafür. Hätte ich wohl gar nicht erwähnen sollen. Ich sollte keine Gerüchte verbreiten. Alles, was Sie mir erzählen, bleibt unter uns. In Ordnung. Einige der Bauern, vor allem Trent Baskin, meinen, dass die RNK ihnen nicht genug Wasser gibt, um ihre Erntequoten zu erfüllen. Ich persönlich halte sie einfach nur für inkompetente Drückeberger. Die RNK sollte sie alle heulend zurück nach Kalifornien schicken. Jo, gibt es gefährlichere Posten? Oh, das können Sie aber laut sagen. Mir tun vor allem die Truppen leid, die dafür sorgen müssen, dass die Unholde nicht alles überrennen. Die Unholde sind so gruselig, weil sie unberechenbar sind. Den einen Tag schießen sie auf dich und laufen weg, bevor man zurückschießen kann. Den nächsten stürmen sie vollgepumpt mit Drogen auf dich zu und hören erst auf, wenn du tot bist. Oder sie. Warum hat die NK die Unholde noch nicht ausgelöscht, wenn sie so gefährlich sind? Aktuell haben wir den Befehl, die Stellung zu halten und sonst nichts zu tun. Und das ist auch das Einzige, was wir machen. Die Stellung halten. Ist eine schwierige Angelegenheit, weil eine Vault im Territorium der Unholde liegt.
Wenn die RNK sie jagt, igeln sie sich einfach ein. Ja, die habe ich ausgelöscht, ne, würde ich sagen. Jetzt könnte ich eine Wegesteuerung brauchen. Ich helfe Ihnen, wenn ich kann. Was suchen Sie? Ein Arzt. Da wäre der Sanitäter in Camp McCarran. Aber angeblich gibt es da noch einen zivilen Arzt im Nordostteil von New Vegas. Sicher bin ich nicht. Ja, ich würde gerne Sachen kaufen und verkaufen. Die kaminrote Karawane ist nördlich von hier. Die haben alles, was sie brauchen. Aber wenn sie Waffen kaufen wollen, dann gehen sie zu den Waffenschiebern. Die sind teuer, doch sie haben Kram, den sonst keiner hat. Und Arbeit? Da fällt mir jetzt nichts ein. Major Datree hatte Kopfgelder auf einige Unholde ausgesetzt. Aber darum hat sich wohl schon jemand gekümmert. Das ist, Tschüss. Wahr, Frau Ortega. Darf ich da rein? Ist das Diebstahl? Hier ist gar nichts, was ich klauen könnte. Naja, okay. So viel dazu. Wer sind Sie? Ich bin kein Rekrutierungsoffizier, aber wenn Sie der Armee beitreten wollen, dann kann man Ihnen in McCarran sicher sagen, wie das läuft. Was können Sie mir über diese Felder erzählen? Beeindruckend, oder? Sowas sieht man außerhalb des RNK-Territoriums nicht. Das ist mal sicher. Wasser, sauberes Wasser wird vom Lake Mead hergepumpt. Wenn man den großen Rohren folgt, kommt man direkt zum See. Und warum werden diese Felder bewacht? Mit den Produkten von hier werden mehrere RNK-Lager in der Region versorgt. Unter anderem McCarran, Golf und Forlorn Hope. Hier kann nicht jeder Ödländer ankommen und sich den Bauch vollschlagen. Mein Trupp und ich sorgen dafür, dass nicht alles den Bach runtergeht. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Das ist schon doch eine Menge, ne? Nee, darf ich ja natürlich nicht nehmen. Allein wenn das Ding hier schon so doch recht voll ist. Das ist ja relativ. Naja, also ganz viel Gemüse auf jeden Fall. Das sind wahrscheinlich echt alles nur Treibhäuser. Fleisch haben sie wahrscheinlich nicht. Ne? Viehzucht wäre ein bisschen zu kompliziert, denke ich mir mal. Nur Kühlschränke. Sehr sicher, dass das hier so offen ist. Dies Haus war der einzige Grund, dass Vegas nicht der RNK beigetreten ist. Ich hoffe, es geht Ihnen gut, mein Freund. Ja, aber warum kann ich nicht bei dir kaufen? Na egal. Aerotech Bürokomplex. Aha. Na dann. Ein Holzstück. Ein Mast. Eine Mauer. Das sind Dinge, die das Ödland bietet. Und natürlich der Aerotech-Bürokomplex. Der hier irgendwo rechts ist, in der Ecke. Ich dachte, ich hätte gerade was gehört. Da habe ich doch. Oder ist es vom Lied? Bin ich überhaupt noch richtig hier? Da links ist das. Das da anscheinend. Ja, sieht ein bisschen so aus wie so ein Bürokomplex, ne? Ja, mit ein bisschen Fantasie. Aerotech Office Park, na okay. Na gut. Gehen wir erstmal ins Zelt. Man munkelt, die Unholde wären besiegt, aber ich bleibe mal lieber dicht bei der Armee. Nur so zur Sicherheit. Ja, das habe ich gemacht. Sieht so aus, als ob die Legion ihre Elitekrieger in dieses Gebiet verlegt hat. Glaube ich nicht, dass da überhaupt noch irgendwas verlegt wird. Also mit dem kann ich nicht reden. Wer ist denn das? Flüchtling. Ist das sowas wie ein Flüchtlingslager? Verstehe ich das richtig? Ich habe von den Leuten hier gehört, dass Neffi nicht mehr unter uns weilt. Ich hoffe wirklich, dass seine Seele Frieden findet. Wer ist Neffi? Woher kommen denn all diese Flüchtlinge? Zum Großteil sind das arme, verlorene Seelen. Sie dachten, dass sie in New Vegas auf dem Strip ihr Glück finden würden. Aber die Reise ist oft lang.
und der Eintrittspreis ist hoch. Wer nicht bezahlen kann, endet hier und hofft, die nötigen Mittel beschaffen zu können. Ein paar finden ehrliche Arbeit, aber die meisten verprassen ihre Ersparnisse für Glücksspiel und Fusel. Trotzdem helfe ich ihnen, so gut es geht. Was machen Sie hier? Ich helfe und unterstütze, wo ich kann. Dank meiner Zeit bei den Anhängern verfüge ich über medizinische Kenntnisse. Können Sie mich heilen? Gerne, wenn es nötig ist. Im Moment scheinen Sie sich bester Gesundheit zu erfreuen. Oh, naja, das war... war da nicht noch was? Das ist sehr edel von Ihnen. Ich helfe nur so gut ich kann. Ach so, ja, auf Wiedersehen. Leben Sie wohl und viel Glück. Okay. Was ist das? In der ganzen Eastside spricht man davon, dass sie die Anführer der Unholde erledigt haben. Das sollte es für eine Menge Leute viel sicherer machen. Oh ja, außerdem sind ganz viele von den Unholden gestorben, also da wird kein Problem mehr sein. Was genau ist das für ein Ort? Hier landen alle, denen das Glück ausgegangen ist. Herumtreiber aus der Republik, Einheimische, die kein Geld haben, Säufer von überall her. Wenn man nicht die Kronkorken hat, um auf den Strip zu kommen, dann stehen die Chancen gut, dass man hier landet. Hört sich nach einem chaotischen Ort an. Kann ich irgendwie helfen? Tja, ich bin aktuell unterbesetzt. Ich könnte also etwas Hilfe brauchen. Einige Leute sind in letzter Zeit aus dem Lager verschwunden. Wir haben keine Spuren von Gewalt gefunden oder von Streit gehört. Sind einfach weg. Ich muss mich auch um Keith und sein Glücksspiel kümmern. Ich weiß, dass das Stinktier Leute um ihr Erspartes betrügt. Aber die Beweise fehlen. Können Sie mir was über die Vermissten sagen? Sie scheinen nicht viel gemeinsam zu haben. Deshalb ist es niemandem früher aufgefallen. Junge Leute, alte Leute, Männer, Frauen, alle verschwunden. Ich erinnere mich an eine Familie mit einem blonden Mädchen. Es sagte nicht viel, aber es hatte diesen kleinen, ausgestopften Teddy im Arm. Können Sie sich an weitere Dinge erinnern? Ich meine mich zu erinnern, dass viele von ihnen Geschäfte mit zwei Sammlern aus Westside, Dermot und St. James, gemacht haben. Ach so. Ja, vielleicht, ich dachte erst die Legion, aber scheint wohl noch nicht so. Reden wir über diesen Keith. Sutherland. Keith ist ein Kleinkrimineller, der in seiner Hütte Glücksspiel betreibt. Der gewinnt viel zu oft, als dass es da mit rechten Dingen zugehen könnte. Vermutlich handelt er auch mit Drogen, aber ich habe keine Beweise. Vielleicht finden Sie was. Reden Sie mit ihm, stöbern Sie in der Hütte, sowas. Wer sind Sie? Captain Parker, ich leite das Lager. Erzählen Sie mir nochmal von den verschwundenen Leuten. Achso, ja. Okay, dann haben wir ja wieder eine Quest, würde ich sagen, ne? Schmuggelnde Kojoten. Aber erstmal gehen wir hier in die ganzen Gebäude und gucken, was es sonst noch so gibt. Autos gibt es hier auch. Da setzen sich bestimmt die jungen Leute, die sich hier verliebt haben, rein. Und machen Liebe. Hallo. Bewohner von Vault 34? Hallo. Sorry für meine Begeisterung. Ich treffe nicht viele neue Leute. Und sie machen Eindruck auf mich. Ich habe versucht, möglichst viel über die Oberflächenwelt zu lernen, seit wir unser Zuhause verlassen haben. Ich habe die Lüftung in Vault 34 abgeschaltet. Was? Sie waren das? Haben Sie den Strom in unserem Bereich zurückgeleitet? Wir hätten nie gedacht, dass jemand mit der Strahlung und den Ghulen fertig wird. Wir verdanken Ihnen unsere Freiheit, Außenweltler. Wenn wir irgendetwas für Sie tun können... Die waren das. Ich erinnere mich. Ja, ja, klar. Ich will keine Gegenleistung für meine Hilfe. Das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb hier das Wasser zwar verstrahlt ist, aber ist egal, wir haben denen geholfen. Ich will keine Gegenleistung für meine Hilfe. Zu sehen, dass Leute von der Oberflächenwelt freundlich und tapfer sind, erfüllt mich mit Zuversicht. Nochmals, vielen Dank. Was, wie ist die Oberflächenwelt zu Ihnen? Freundlich. Die Anführer dieser netten Gemeinschaft akzeptieren uns in unseren Reihen. Sie versorgen uns mit Nahrung und schützen uns vor der Außenwelt. Manche Leute hier scheinen ziemlich unglücklich zu sein. Sprechen davon, beschissen, betrogen und verarscht zu werden. Ganz offenbar hat ihnen jemand in der Oberflächenstadt mit den Lichtern, dem Strip und Freeside, wie sie es nennen, übel mitgespielt. Wie gesagt, ich habe sie davon gerettet, unten in Vault 34 gefangen zu sein. Ja, das glaube ich, Außenweltler. Wir verdanken ihnen unsere Freiheit.
Wir reisen mit der Vanillevideo. Auf Wiedersehen. Hoffentlich bis bald, Außenweltler. Bis bald. Du bist ein richtiger Horrorwitz. Man hört, dass die RNK und die Kings sich vertragen. Gut für Freeside. Ich dachte, die Frau ist stinkreich. Schön, Sie wiederzusehen. Bin nur auf der Durchreise. In diesem Flüchtlingslager RNK-Schlägern ausgeliefert zu sein, ist das Letzte, was ich brauche. Ja, das dachte ich mir auch, so für dich. Die ist doch stinkreich, dachte ich. Ich frag mich auch, weißt du, ich bin ja nett in Fallout, ne? Trotzdem bin ich wahrscheinlich einer der reichsten Menschen mit 86.000 Kronkorken. Also wirklich einer der reichsten Menschen. Ich könnte eigentlich... Davon müsste es mehr Möglichkeiten geben, den Reichtum abzugeben hier. Dass es so vielen Leuten besser geht. Ich könnte halt Fonds einrichten. In Fallout. Weißt du? Irgendwie, wo ich so... Naja, okay, egal. Wo ich so 10% meines Vermögens reinpacke. Nur um, okay. Es ist wohl nicht so gut gewesen hier. Wieso weiß das niemand, dass sich jemand hier auf Klo erschossen hat? Weißt du, ich könnte das ganze Lager hier wahrscheinlich wieder herrichten, dass das Luxus wäre, die PCs reparieren, neue Bücher kaufen für die. Aber nein, solche Möglichkeiten gibt es nicht. Ich könnte den Leuten aus Vault 34 ein wohlhabendes Leben verschaffen und wahrscheinlich noch von profitieren. Weißt du, ich habe letztens mal der Pate geguckt. Er ist ja auch ein netter Mann. So, scheinbar Pseudo, wie auch immer man das nennen will. Der aber halt trotzdem gute Geschäfte macht, viel Geld hat und so. So könnte ich auch werden, so ein richtiger Don. Da bräuchte ich nur noch meinen Consigliere. Irgendwie aus der Schweiz halt. Junkies. Ich könnte für den allen eine Bezahlung machen. Kief! Hallo, wie wär's mit einer Partie Karawane? Nein, ich spiele nicht mit einem Glücksspielbetreiber. Die Spielerei ist nicht so mein Ding, aber vielleicht hätten die ein paar Pharmaka für mich. Ich habe früher auch so manche Nummer abgezogen. Also ganz unter uns, was ist Ihr Trick? Nein, erstmal die paar Pharmaka. Oh, verstehe. Auf der Suche nach einem chemischen Kick, was? Okay, passen Sie auf. Ich habe für Notfälle etwas Jet da. 35 Kronkorken und es gehört Ihnen. Welchen hast du denn? Den Learjet oder Boeing? Oh Gott. Ich nehm's an. Hier, bitteschön. Viel Spaß damit. So ein bisschen wie so ein V-Mann, ne? So, jetzt habe ich nämlich Beweise. Ich habe früher auch so manche Nummer abgezogen. Also ganz unter uns. Was ist Ihr Trick? Es heißt, jeder hat sein Glück selbst in der Hand. Naja, nach meiner Tintenbehandlung haben eher meine Gegenspieler mein Glück in der Hand. Gezinkte Karten, was? Ein wenig offensichtlich, aber nicht schlecht. Hey, ich benutze ja nicht die ganze Zeit. Ich hab sie in meiner Hütte und hol sie nur raus, wenn ein richtig dicker Fisch vorbeikommt. Ihr ist doch niemand ein dicker Fisch. Wer sind Sie? Ich heiße Keith. Na, Lust auf ein Spielchen? Ich habe Glücksspiele, Geschicklichkeitsspiele und jede Menge anderes Zeug. Wie wär's? Na, ich pass für Erste. Selber schuld. Ja. Kommen Sie wieder, wenn Sie Lust auf ein Spielchen haben. Diese Freeside-Schle... Was hat denn der so dabei? Träger sind unsere Zeit nicht mehr wert. Ich könnte eine Behandlung für die Junkies hier herrichten. Das Geld hätte ich. Dass es jedem Einzelnen hier gut geht. Jedem Einzelnen wahrscheinlich. Ich könnte alle Blechdosen hier aufräumen lassen. Ein Yucca-Cola-Spendenpaket. Ich könnte 1000 Flaschen für die kaufen, weißt du? Und trotzdem hätte ich noch Geld. Unsere Ranger werden demonstrieren, was passiert, wenn man uns verärgert. Die Dinge werden jeden Tag seltsamer. Ja. So wie den Unholden ergeht es jedem, der uns auf dem Weg zum Frieden im Weg steht. Junkies fangen an, als wären sie... Was? Oh, Korken. Als wären es, ja, ein Kamel... Obwohl, die stimmt. Die Karne sind Geschichte. Geschieht ihnen... Ich habe es gelesen, geschichtet ihnen recht.
Veronika. Wohin des Weges? Wohin? Moment, wo Veronika? Was wird denn das, wenn fertig ist, Veronika? Veronika. Willkommen, Bruder. Huch. Das war der Falsche. Ich wollte mit dem RNK-Typen da reden. Na, hier. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Klar. Ich habe Beweise, dass Keith Drogen verkauft und gezinkte Karten benutzt. Drogen? Und Falschspiel? Überrascht mich nicht wirklich. Hier, das haben Sie sich verdient. Ich werde Keith in Gewahrsam nehmen. Wenn Sie sich was dazu verdienen wollen, dann hätte ich nichts gegen etwas Unterstützung. Klar, warum auch nicht? Freut mich, Sie dabei zu haben. Gehen wir. Bleiben Sie mir auf den Fersen. Keith ist ein feiger Hurensohn. Aber wer weiß schon, was passiert. Ja. Ich könnte wahrscheinlich sogar Waffen für die ganze Armee kaufen. Obwohl, nee, das vielleicht nicht. So viel Geld habe ich dann doch nicht. Aber ich habe bestimmt so 1% der... Ich weiß nicht. Ich schätze jetzt mal... Muss das so langsam gehen eigentlich? Also ich schätze mal, die RNK hat bestimmt so ein Reihenvermögen von... Ja, doch Millionen. Was mache ich mir hier eigentlich gerade Gedanken in dieser Folge, die schon viel zu lange geht? Aber vielleicht sogar von... Ja, doch von mehreren Millionen. Trotzdem wären, glaube ich, die 86.000, die ich habe, oder auch Teile davon, bestimmt nett. Für 10.000 könnte man eine Luxuswaffe kaufen. Oder mehrere gute Waffen. Womit doch die RNK Ranger noch besser ausgerüstet wären. Ich könnte denen wahrscheinlich ein neues Haus bauen. Nur so reich wie Mr. House bin ich noch nicht. Aber nachdem ich ihn ja umgebracht habe, finde ich, sollte ich einen Teil seines Vermögens bekommen. Ist ja niemand mehr da. Ich kann ins Lucky 38. Der Yasaga hat da kein Interesse dran. Captain Parker auch nicht. Keith, im Namen der RNK stelle ich Sie wegen illegalen Glücksspiels und des Handels mit unlizenzierten Betäubungsmitteln unter Arrest. Du kannst mich mal, du Penner. Ich gehe nirgendwo hin mit dir. Kommen Sie ohne Gegenwehr mit. Ich möchte Ihnen nicht wehtun. Heul ich halt bei deiner Frau aus. Ach nee, geht ja nicht. Sie hat dich armseligen Wichser ja verlassen. Du Hurensohn! Uff. Na, ein wird Zug wohl nichts Ranger Veteran ist wie ein Atomsprengkopf. Nur schwerer einzuschüchtern. Alter, der ist tot. Unsere Ranger werden demonstrieren, was passiert, wenn man uns. Na, egal. Ärgert. Nun, das hätte ich mir ein bisschen weniger chaotisch gewünscht. Noch was? Sie haben diesen Mann erschossen, nur weil er sie beleidigt hat? Das war vielleicht ein wenig überreagiert. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich habe ihn immer gewarnt, mich nicht zu reizen. Aber es wird ihn eh niemand vermissen. So, ich habe Ihnen eine zusätzliche Belohnung versprochen, wenn Sie mitkommen. Und die sollen Sie auch bekommen. Ich habe nichts gemacht, aber ja, danke, danke, danke. Dafür, dadurch, sowas werde ich reich. Und du musst darüber reden, wie ich mein Geld ausgeben kann, obwohl ich es im Endeffekt trotzdem nicht kann. Also, super. In Fallout 3 gab es dafür wenigstens noch eine Gesellschaft. Ihr habt im Tempenny Tower gewohnt, aber hier gibt es sowas. Naja, gut, es gibt es in Strip. Ja, okay. Da weiß ich gar nicht, ob ich mit 83.000 überhaupt reich bin. Wohl als Einzelperson? Und Selfmade? Ja, vielleicht schon. Vielleicht werde ich auch noch Selfmade-Millionär, wer weiß. Aber die 100.000 knacke ich auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wir sehen's. Bis dahin. Tschüss.